Dies ist ein Demonstrationsband zum Formant, dem Elektor Musik Synthesizer, das von der Elektor-Redaktion zusammen mit dem Autor der Artikelserie, Herrn Chapman, produziert wurde. Es enthält hauptsächlich Beispiele zu den Instrumentalklängen des Formant. Die einzelnen Einstellungen des Formant zu diesen Klängen sind im Formant-Handbuch ausführlich beschrieben. Das erste Beispiel ist ein einfacher, holzflötenartiger Klang auf der Basis der Kurvenform Dreieck, ohne zusätzliche Resonanzfilterung. Benutzt man anstelle der Attack-Release-Hüllkurve, wie bei der Flöte, nun eine perkussive Attack-Decay-Hüllkurve und eine dosierte Amplitudenmodulation mit einem relativ langsamen Dreieck aus einem LFO, erhält man einen Vibraphon- oder Elektroklavierartigen Klang. Es folgt ein einfacher, blechbläserartiger Klang. Wichtig für diesen Klang ist einmal die Kurvenform Spaced Sägezahn als klangliches Grundmaterial und eine bestimmte Hüllkurvenaussteuerung des 24 dB VCFs, welches für die typische Klangfarbendynamik blechbläserartiger Klänge sorgt. Es wird noch keine Resonanzfilterung benutzt. Dreht man den Kontureinsteller des VCFs bei dem soeben gehörten blechbläserartigen Klang etwas zurück, sodass er dunkler klingt, und führt eine schwache periodische Timbremodulation durch einen LFO ein, so entsteht ein ätherischer Klang, der sowohl an eine Flöte wie an einen Blechbläser erinnern könnte. Bei allen folgenden Klängen wird nun zusätzlich das Resonanzfilter benutzt. Es wirkt sich so aus, dass das Timbre jedes einzelnen Instrumentalklangs differenzierter und realistischer klingt. Hören Sie zuerst, wie das Resonanzfilter dem Blechbläserklang zu größerer Individualität verhilft. Durch Variation der Resonanzfrequenz entsteht das kennzeichnende Timbre der Blechbläserinstrumente. Stellt man die Resonanzfrequenz auf ca. 1,5 kHz ein, erhält man den hellen, strahlenden Klang einer Trompete. Den mehrfülligen Klang der Posaune erhält man, wenn die Resonanzfrequenz des Bandpasses auf ca. 600 Hz erniedrigt wird. Wie bei der Trompete wird wiederum Spaced Sägezahn als Kurvenform des VCOs gewählt. Eine leichte Veränderung der Klangparameter führt zu einem waldhornartigen Klang. Anstelle des Spaced Sägezahn wird der einfache Sägezahn benutzt. Der Kontureinsteller des VCFs eine Idee zurückgedreht, so dass der Klang etwas dunkler wird. Bei gleichbleibender Resonanzfrequenz wie bei der Posaune wird der Q-Faktor des Resonanzfilters erhöht. Als nächstes ein tubaartiger Klang. Das Resonanzfilter steht nun auf ca. 250 Hz.
Die Kurvenform ist sägezahn. Die niedrige Resonanzfrequenz sorgt für den vollen, satten, tubaartigen Klang. Bei diesem letzten Klang wurden die drei VCOs des Formant auf einen einfachen Dur-Akkord gestimmt, wobei im Übrigen der Formant für einen trompetenhaften Klang eingestellt war. Es entsteht so ein blechbläserartiger orchestraler Hintergrund für das eigentliche Melodiespiel. Wie bei dem ersten Klangbeispiel, einem holzflötenartigen Klang, entstehen durch Veränderung der Hüllkurvenparameter neue Klänge. Aus dem blechbläserartigen Klang entstehen etwa metallisch-perkussive, farbige Klänge. Hierzu zwei Beispiele. Nun wollen wir uns anhören, wie das Resonanzfilter auch zum Beispiel bei holzbläserartigen Klängen auf zum Teil beeindruckende Weise ihr jeweiliges Timbre unterstreicht und präzisiert. Zuerst ein oboenartiger Klang. Als Kurvenform wird ein schmales, impulsartiges Rechteck verwendet, während der esoterisch schöne Charakter der Oboe mit der Einstellung des Resonanzfilters auf 1,5 kHz bei relativ hohem Q-Faktor eng zusammenhängt. Der eher sonore Charakter des folgenden fagottartigen Klanges kommt vor allem dadurch zustande, dass die Resonanzfrequenz bei wiederum recht hohem Q-Faktor nun nur ca. 400 Hz beträgt. Das Timbre des symmetrischen Rechtecks hat bereits einen klarinettenartigen Charakter, wenn man die Obertöne etwas dämpft. Durch zusätzliche Resonanzfilterung, die Filterfrequenz des Bandpass beträgt ca. 1 kHz, klingt das Timbre realistischer. In den tiefen Lagen ist nun das typische Näseln der Klarinette deutlich zu hören. Das erste Klangbeispiel war eine Holzflöte gewesen. Mit dem Formant kann man zusätzlich sehr schöne querflötenartige Klänge einstellen. Die Kurvenform des VCOs ist ein ganz leicht unsymmetrisches Rechteck,
dessen Höhen durch das Tracking-Filter stark gedämpft sind. Eine dosierte Timbre-Modulation durch ein langsames Dreieck aus einem LFO sorgt für ein angedeutetes Flötentremolo. Das sehr individuelle Timbre der Querflöte wird vor allem eingefangen durch das Resonanzfilter, das auf ca. 800 Hz eingestellt ist. Achten Sie auch auf die Klänge in den tiefen Lagen. Streicherartige Klänge sind sehr schwierig mit jedem üblichen Synthesizer zu verwirklichen. Zuerst ein einfacher celloartiger Klang, wobei zusätzlich zum Resonanzfilter des Formant, dessen Frequenz auf ca. 300 Hz eingestellt ist, die Kammfilterfunktion eines nicht modulierten Phasers zur weiteren Timbreformung benutzt wird. Die Kurvenform ist spaced Sägezahn. Einen orchestralen Streicherklang kann man mit dem Synthesizer im besten Fall nur andeuten. Hören Sie selbst, ob der Klang gelungen ist. Bei dem folgenden Klang bleiben die Einstellungen des Formant für einen Streicherklang erhalten. Indem man die Mittenfrequenz des Resonanzfilters von ungefähr 200 bis gut 1000 Hz kontinuierlich verändert, entstehen Klänge, die ähnlich sind wie die Vokale U, O, E, A, I.